Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Habt ihr euch schon mal ein Supplement bestellt und dann die Dose aufgemacht und die Erfahrung gesammelt, dass sich nicht nur ein Scoop, sondern auch ein kleines Beutelchen in deinem Pulver befindet? Und zwar handelt es sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit um sogenanntes Trockenhaltemittel. Hier steht es auch drauf, Siliza Gel Do Not Eat Throw Away. Aber dieser Throw Away, dazu will ich gleich noch was sagen, das ist im Grunde genommen etwas komplett Ungiftiges. Es ist ein sogenanntes Trockenhaltemittel, was dafür sorgt, dass das Pulver immer trocken bleibt. Wenn es nicht so sein sollte und dein Pulver etwas Feuchtigkeit abbekommen hat, kann es sein, dass du die Dose öffnest und wie zum Beispiel hier bei dem Resurrect PM von Ronnie Coleman passiert es recht häufig, dass man feststellt, das Ganze ist ziemlich klumpig. Genau diese Effekte treten auf, wenn das Produkt einige Zeit, da reichen auch schon wenige Tage, einfach nur so dagestanden hat, dann verdichten sich die Inhaltsstoffe, die verdichten sich nicht nur, sondern die haben auch noch hygroskopische Eigenschaften. Das bedeutet, hier zum Beispiel sind verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, GABA, Zink, Vitamine, Arginin und so weiter und so fort. Und die setzen sich so ein bisschen voneinander ab und können auch klumpig werden. Genau diese Eigenschaften treten auf, wenn das Produkt einfach nur dasteht. Das hat natürlich rein optisch, wenn man die Dose aufmacht, keinen so einen schönen Eindruck. Also man freut sich da nicht so drüber, wenn es ein großer Klumpen ist. Auf der anderen Seite hat es qualitativ keinen Einfluss auf die Wirkung, keinen Einfluss auf die Löslichkeit und auf den Geschmack, auch keinen Einfluss. Es ist einfach rein optisch nicht so eine schöne Sache. Hier zum Beispiel bei dem Plasma Pump tritt es auch recht häufig auf, und zwar liegt es daran, dass man, hier kann man es auch erkennen, ein großer Brocken enthalten ist, ansonsten noch Pulver, dass hier Malate enthalten sind. Und diejenigen von euch, die vielleicht im Lateinunterricht aufgepasst haben oder die überhaupt Lateinunterricht hatten, werden wissen, Malat, das hat was mit dem Apfel zu tun, und zwar mit der Apfelsäure. Diese Malate, die hier zum Teil enthalten sind, sorgen dafür, dass dieses Produkt relativ schnell klumpig werden kann. Das ist zum Beispiel hier der Fall, das ist hier auch der Fall. Hier sieht man sogar, dass sich das farblich ein bisschen voneinander absetzt. Der Hot Blood ist auch ein Trainingsbooster und den habe ich relativ neu aufgemacht. Und hier lasse ich zum Beispiel eben auch dieses kleine Trockenhaltemittelbeutelchen drin, obwohl drauf steht Throw Away. Also das ist der erste Tipp an euch. Lasst dieses Trockenhaltemittel in der Dose, verschließt die Dose nach Gebrauch immer ordentlich. Nicht einfach so wie hier nur den Deckel drauflegen, sondern richtig zudrehen, damit keine Feuchtigkeit eintreten kann. Und vor allen Dingen stellt die Dosen so hin, dass wenn ihr zum Beispiel in der Küche kocht, keine Wasserdämpfe da irgendwie reinkommen. Wenn ihr die Dose so stehen lasst, kommt da garantiert Wasserdampf rein. Wenn ihr die zum Beispiel direkt bei euch über dem Herd oder sowas lagert, könnt ihr euch sicher sein, nach 2 Tagen ist das hier ein großer Klumpen. Was qualitativ natürlich keinen Einfluss hat, aber ansonsten natürlich nicht so schön ist. Ich kann euch noch einen Tipp geben. Ihr könnt die Dose ordentlich zumachen und dann fangt ihr einfach an, richtig kräftig zu schütteln. Und über dieses richtig kräftige Schütteln löst sich das Ganze dann auch wieder auf. Das solltet ihr im Grunde genommen einmal am Tag machen, damit die immer klumpenfrei bleiben. Ansonsten ist es wirklich kein Drama, wenn diese Produkte etwas klumpig werden. Jetzt sage ich nochmal was hier zum Kreatin. Kreatin hat keine hygroskopischen Eigenschaften, ist ein sogenanntes Monosupplement. Es ist hier nur eine Zutat enthalten und es sollte nicht klumpig werden. Deswegen natürlich auch ganz wichtig, immer den Deckel drauf machen. Aber wenn ihr irgendwann feststellt, euer Kreatinpulver ist nicht mehr so schön wie Mehl, also nicht mehr so richtig, ja, wie nennt man das, ja, so feinkörnig, sodass es hier eben runterrieselt. Dann solltet ihr euch Gedanken machen, ob ihr es richtig gelagert habt, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder ob ihr da einfach nur Schrott gekauft habt. Um es nochmal kurz zu machen, auf die Qualität hat das keinen Einfluss, es ist einfach rein optisch nicht so eine schöne Sache, auf den Geschmack, auf die Löslichkeit, auf die Wirkung hat es auch keinen Einfluss. Es ist einfach nicht so schön, vorbeugen lässt sich das Ganze, indem man das Trockenhaltemittel drinnen lässt, indem man die Dosen fest verschließt und indem man in regelmäßigen Abständen das Ganze kräftig durchschüttelt, dass sich die kleinen Bröckchen auch schon wieder lösen. Das sind meine Tipps dazu, hygroskopische Eigenschaften bei Supplementen, und wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.